Ja, es ist endlich Zeit, die Schulden zu begleichen und hier ist der zweite Teil vom Digitalradio-Bausatz. Als erstes habe ich das Ganze mal ordentlich verpackt, im leichten Retro-Style. Der erste Teil hat ja damit aufgehört, dass wir gesehen haben, wir haben über 70 Sender empfangen und die ersten drei Sender haben auch ganz gut funktioniert. Leider muss ich das ein bisschen relativieren oder revidieren, was da zu sehen war. Am nächsten Tag sah das wieder ganz anders aus. Es sind zwar etliche Sender auch heute wieder im Display erschienen, aber wie man hört, hört man nichts. Und so geht es den meisten Digitalsendern. Der Empfang hat zwar gereicht, um die Senderkennung zu übertragen, aber er reicht nicht für einen vernünftigen Empfang. Und das Problem beim Digitalempfang ist ja, es geht entweder ganz oder gar nicht, während die analogen Sender wenigstens noch etwas verrauscht zu hören sind. Darüber habe ich auch schon einiges gesagt in dem Video, das dunkle digitale Zeitalter. Mir bleibt also nichts weiter übrig, als mir jetzt erstmal einen anderen Standort zu suchen, um zu sehen, was kann man denn hier nun wirklich mit der Originalausstattung, sprich mit dieser Wurfantenne, empfangen. Um der Abschirmung durch die Stahlbetonwände zu entgehen, habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht diesen kleinen Hügel hier erklimmen werde. Von dort oben müsste ich eigentlich relativ freien Blick auf den Sender haben. Ja, auf geht's. Den Berg hoch. Zum Glück hat es jetzt ein paar Minuten Sonne gegeben und der Boden ist ein bisschen getrocknet nach dem Dauerregen der letzten Tage. Ja, geschafft. Das heißt, ich bin geschafft. Von hier aus sieht es doch schon viel freundlicher aus. Etwa in dieser Richtung müsste jetzt der Berliner Fernsehturm sein. Der ist zwar von hier nicht zu erkennen, aber rein funktechnisch sollten wir eine fast direkte Verbindung haben. Die Luftlinienentfernung von hier ist etwa 9,5 Kilometer. Der Solarstrom ist bereit und jetzt werden wir mal einen Sendersuchlauf machen. USA-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ist mein Experte heute. Und natürlich brauchen wir Sie. Machen Sie mit, rufen Sie an unter 0800 5678 und dreimal die 5. Oder dazu. Geboren im US-Bundesstaat New Mexico, lebt und arbeitet die Journalistin seit 14 Jahren in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Trump müsse dann keine Rücksicht mehr nehmen und wäre auch von dieser letzten Hemmschwelle völlig befreit. Und wir würden eine Steigerung all dessen erleben, was wir in den letzten 4 Jahren gesehen haben. Weitere? Ja, insgesamt 85 Sender haben wir hier oben. Davon 77 DAB, der Rest UKW. Und ich werde jetzt die Senderliste mal mit der Liste im Internet vergleichen. Ja, alle diese Kanäle waren einwandfrei zu empfangen. Angefangen von der Frequenz 178,352 MHz bis zum Kanal 12D auf 229,072 MHz. Sogar der komplette Kanal 10B, der ja nun nicht vom Fernsehturm kommt, sondern von zwei etwas weiter entfernten Sendern, war einwandfrei zu empfangen. Wenn man also eine einwandfreie Empfangslage hat, ist die Empfangsleistung dieses kleinen Empfängers einwandfrei. Das Problem ist in der Stadt, dass man den Luxus nicht immer haben wird. Und ich habe keine Lust, jedes Mal zum Radio hören, auf einen Berg zu klettern. Ich will jetzt mal mit ein paar ganz einfachen Experimenten versuchen, ob ich nicht doch hier innerhalb der Wohnung den einen oder anderen Sender kriegen kann. Als erstes habe ich mal die Wurfantenne etwas verlängert auf eine volle Wellenlänge. Das sind bei einer mittleren Frequenz von 200 MHz ungefähr 1,5 Meter. Die Versuche im Hinterhof, der ja komplett von Stahlbetonwänden abgeschirmt ist, der war schon negativ. Da hast du gut wie nichts zu bekommen.
Hier empfange ich jetzt schon mal, selbst ohne die Antenne aus dem Fenster zu hängen, zumindest mal die analogen Sender. Ja, was den Digitalempfang angeht, da sieht es ja ein bisschen anders aus. Der niederfrequente Kanal 5, der ist noch einigermaßen zu empfangen. Das haben wir ja schon beim ersten Video gesehen. Ich bin jetzt auf dem Kanal 7. Alles, was man hört, ist ein Rauschen, was ja schon für Digitalempfang sehr ungewöhnlich ist. Das heißt aber wahrscheinlich, tja, irgendwas ist da, aber ich kann es nicht deuten. So, bei den höheren Frequenzen dann ist dann absolute Stille, vor allen Dingen auf dem Kanal 10, der ja sowieso nicht vom Fernsehturm sendet und deshalb hier ohnehin ein bisschen schwächer ankommt. Steuerrabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen. So, wir sind jetzt auf dem Kanal 12 und plötzlich höre ich was. Also nochmal ein kleines Experiment, was jetzt offensichtlich doch besser funktioniert. Ja, was habe ich gemacht? Ja, ich habe einfach mal mit einem Stück Draht einen ganz einfachen Faltdipol mir gebogen mit der entsprechenden Umwegleitung unten drunter, um das Ganze zu symmetrieren oder zu desymmetrieren, müsste man ja sagen. Und ja, damit waren die Empfangsergebnisse schon wesentlich besser. Nicht hundertprozentig, aber doch wesentlich stärker der Empfang als ja, mit dem einfachen Draht. Hieße also, mit einer etwas besseren Antenne würde man unter Umständen auch hier den einen oder anderen Digitalsender sehr schön empfangen können. Allerdings kann ich das Ganze vergessen, denn ja, die Dimension, die diese Antenne haben würde, die ich dann hier vors Fenster hängen müsste, das würde nicht funktionieren, da würde ich richtig Ärger mit dem Vermieter kriegen. Ja, beschäftigen wir uns noch mal ein bisschen mit der Stromversorgung. Laut der Beschreibung wurde ja ausdrücklich davor gewarnt, irgendwas anderes zu benutzen als das beiliegende Steckernetzteil. Ich habe mal versucht rauszukriegen, was ist denn daran nur so Besonderes. Als erstes habe ich mal die Spannung gemessen und da kommen wir unter Last auf etwa 11,9 Volt. Das, was man eigentlich erwarten sollte. Wie ist die Stromaufnahme? Nun, die liegt bei ungefähr 94 mA. Sagen wir mal rund 100 mA. Ergibt eine Leistungsaufnahme von etwa 1,2 Watt. Ausdrücklich gewarnt wurde ja davor, zum Beispiel eine Autobatterie zu benutzen. Nun ist der Akku in meiner Solaranlage ja auch nichts anderes. Wo ist das Problem? Nun, direkt an dem Akku sollte man es wirklich nicht betreiben, denn der kann, wenn er voll aufgeladen ist, auch schnell mal 14 Volt oder ein bisschen mehr haben. Direkt ans Bordnetz vom Auto sollte man auch nicht gehen, da können durchaus mal Spannungsspitzen auftreten, die noch höher sind und die Elektronik natürlich beschädigen. In meiner Solaranlage sorge ich ja dafür, dass die Ausgangsspannung, die das Radio bekommt, nicht höher als 12 Volt ist. Man sollte vorsichtig sein, andere Energiequellen zu nutzen und man sollte wissen, was man tut. Eine andere Möglichkeit wäre ja, das Ganze jetzt mit solchen Trockenbatterien zu betreiben. Eine Zelle hat da 1,5 Volt, das heißt, wir bräuchten davon 8 Stück. Das Ganze wäre aber sehr ineffektiv, weil bei der Kapazität, die zum Beispiel diese Mignon-Zellen hier haben, würden wir im Dauerbetrieb etwa alle 2 Tage die Batterien wechseln müssen. So, das ist natürlich sehr unökonomisch, kostet eine Menge Geld und wir produzieren jede Menge Sondermüll. So, wie sieht es aus mit Akkus? Und solche Standard-Nickel-Metallhydrid-Akkus haben ja dann nur eine Spannung von 1,2 Volt, das heißt, wir brauchen davon schon mal 10 Stück. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die meisten Ladegeräte gerade mal für 4 solcher Akkus Platz bietet, wäre man also auch ständig am Nachladen, denn viel größer ist die Kapazität von diesen Akkus ja auch nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde meine Idee mit dem Solarstrom immer noch am besten. Damit mir aber nicht das Gleiche passiert wie beim Versuch, das Handy aufzuladen, habe ich mal einen etwas längeren Versuch gestartet und dabei die Akkuspannung überwacht, damit der nicht wieder tief entladen wird.
Ja, so circa 8 Stunden nach dem Sonnenuntergang wurde es dann kritisch mit der Akkuspannung und deshalb habe ich an der Stelle abgebrochen. Um einen ganzen Nachtbetrieb zu überbrücken, müsste man den Akku mit einer wesentlich höheren Kapazität verwenden. Kommen wir nun zu einem eher traurigen Kapitel, dem Line-Out. Es ist mir leider nicht gelungen, den zu reaktivieren. Ich bin weiterhin der Meinung, dass er sich an dieser Stelle hier befinden müsste. Aber wie zu befürchten war, fehlt nicht nur der Steckverbinder, sondern auch ein Teil der Bestückung. Ohne umfangreiche Dokumentation der Schaltung oder des Platinenlayouts ist es mir erstmal nicht möglich, den nachzurüsten. Die Firma Wistron sollte mal überlegen, ob sie da nicht an der falschen Stelle gespart hat, denn da wird eine Menge Potenzial für diesen Bausatz verschenkt. Natürlich könnte man das Signal auch am Lautsprecherausgang abgreifen, aber das ist keine schöne Lösung. Zunächst mal wären wir auf die Qualität der Endstufe angewiesen. Zweitens müssten wir den Lautsprecher dann abschaltbar machen. Und als drittes ist dann der Ausgangspegel natürlich abhängig von der Lautstärkeeinstellung am Gerät. Das wäre also allenfalls eine Notlösung. Den Versuch, das Radio an einen Kabelanschluss anzuschließen, den spare ich mir. Die Sender dort benutzen entweder die Frequenz 122 MHz, die liegt dann zwischen dem UKW und dem terrestrischen DAB-Signal, oder Frequenzen von über 338 MHz. Beides ist außerhalb des Empfangsbereiches dieses Bausatzes, der einmal den UKW-Bereich von 87,5 bis 108 MHz umfasst und für DAB 174 bis 240 MHz. Ziehen wir eine Bilanz. Was ist positiv, was weniger? Alle notwendigen Teile sind im Bausatz enthalten. Darum ist es recht einfach, auch für einen absoluten Laien das Gerät in Betrieb zu nehmen, wenn er sich einfach an die Montageanleitung hält. Die Empfangsleistung ist soweit in Ordnung. Mehr kann man von so einem Empfänger nicht erwarten. Gut ist auch, dass man bei schlechten Empfangsverhältnissen die Möglichkeit hat, eine externe leistungsfähige Antenne anzuschließen. Nun, was habe ich zu bemängeln? Es gibt keine Dokumentation der Schaltung oder der Software. Darum gibt es auch kaum irgendeinen Lerneffekt. Wer vorher nicht viel von dieser Technik wusste, ist hinterher nicht viel schlauer. Das deckt sich nicht mit dem Anspruch, Lehrzwecken zu dienen. Zu den Software-Updates auf der Homepage des Herstellers fehlt die Beschreibung, welche Änderungen damit erreicht oder welche Mängel beseitigt werden. Beispielsweise finde ich es nicht gut, dass das Display die gesamte Zeit in voller Helligkeit leuchtet. Das hat sich vor allen Dingen negativ ausgewirkt auf den Batteriebetrieb. Das Gerät geht zwar in Standby, so etwa nach 6 Stunden, was gut ist, wenn man vergessen hat, es auszumachen oder wenn man abends eingeschlafen ist beim Hören. Allerdings sieht es nicht so aus, als würde irgendeine Bedienungshandlung am Gerät die Zeit zurücksetzen. Das heißt, wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet es einfach stur ab, auch wenn man kurz vorher irgendetwas eingestellt hat. Deshalb setze ich den Punkt jetzt mal in die Mitte. Leider kann ich damit nichts am Kabelanschluss empfangen. In dicht bebauten Stadtgebieten oft die einzige Empfangsmöglichkeit, denn ausladende Antennenanlagen an der Hausfassade sind dort nicht möglich. Ja, und gerade besprochen, der fehlende Audioausgang ist natürlich auch ein großes Manko. Da hätte man doch mehr draus machen können. Insbesondere die fehlende Dokumentation zur Funktion und der fehlende Line-Out sorgen dafür, dass das Ganze am Ende nicht viel mehr bleibt als eine nette kleine Spielerei.